Guten Morgen YouTube, wir sind hier im Sabaton-Tag 23 und heute schauen wir uns einige Videos an. Wenn ihr mal vorbeischauen wollt, der Link zum Stream ist in der Videobeschreibung. Und heute schauen wir uns den saftigsten Döner Deutschlands im Test an. Ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird. Ich wohne zwar nicht mehr in Deutschland, aber ich habe Bock, bald mal wieder in Deutschland Besuch zu kommen. Zum Beispiel zur Gamescom und dann werden wir auch ein Community-Treffen machen. Und da werde ich vielleicht die Chance haben, diesen Döner zu testen. Also, dann würde ich mal sagen, Leute, gehen wir direkt rein in die Live-Reaction und Abfahrt. Und schön, dass ihr am Start seid aus Mannheim. Wir testen heute den saftigsten Döner Deutschlands. Wait, der ist in Mannheim angeblich. Zumindest bekannt darunter, was da wirklich dran ist und ob der Name Programm ist. Das hat sich gereimt, ne? Ob das stimmt oder nicht, da werde ich euch natürlich heute Auskunft drüber geben. Wir fahren direkt hin. Lasst den Daumen oben knallen und wir sehen uns bei Kadek, heißt er, glaube ich. Ach, und woran denkst du, wenn du den saftigsten Döner Deutschlands hörst? Also wie stellst du dir das vor jetzt? Ich weiß gar nicht, was auf uns zukommt. Tja, man hat ja schon jetzt ein paar Sachen so gesehen schon von anderen. Ich zum Beispiel gar nicht, ich habe nur den Titel gelesen. Ich will auch nicht zu viel. Nice, holy. Kuss geht raus zu der Support, bis später. Vorweg spoilern. Es ist auf jeden Fall, was ich dir sagen kann, kein klassischer Döner in dem Sinne. Okay. Das kann ich dir schon mal sagen. Kein klassischer Döner, okay. War etwas Besonderes. Es ist auf jeden Fall was anderes. Es ist kein klassischer Döner. Das muss aus deinem Kopf streichen. Meine Freundin sagt auch, ich bin was Besonderes. Ja, da die Eltern auch immer zu ihren hässlichen Kindern. Nein, das ist nicht hässlich. Danke, Bruder. Ich bin jetzt echt gespannt, was für ein fetter Banger-Burger kommt, Döner kommt. Vorne an der Ecke ist er. Also ob sie draußen sind oder nicht, die Videos, zwei Videos habe ich hier noch gedreht. Einmal eine Foodtour und einmal einen wirklich wilden Burger. 5-Sterne-Bewertung. Guckt euch die Videos gerne an. Blende ich. Ich bin echt gespannt. Blende dieses Videos ein, wenn sie am Start sind. Falls du noch Tipps habt, ich will noch eine zweite Foodtour machen, schreibt es in die Kommentare rein. Für Mannheim, ich glaube, hier ist noch vieles am Start, was man testen muss. Sei es Döner, meinetwegen auch noch eine Döner-Tour. So, das gucken wir hier mal. Saftig sein Vater soll das sein. Und gleich das Team. Yeah. Boah, das sieht aber auch stylisch aus da. Guck mal hier das Team mal direkt an. Stabil. Hier direkt sowas sagt man, Mann. Was sagt ihr das, Ahmed? Es gibt 5 verschiedene Becher mit scharfem Pulver. Geil. Boah, das sieht schon sehr stylisch aus. Sehr, sehr nice. Kannst du uns eins noch sagen, ne? Und es soll der saftigste Döner Deutschlands sein, habe ich mir sagen lassen. Darfst du später selber aussuchen? Ja? Ja, natürlich. Der Chef, mit dem habe ich auch schon mal geschrieben. Okay. Saft aus dem Fernsehen. Okay. Aus dem Fernsehen, oh mein Gott. Aileen, welcome back. Nee, wir sind gespannt. Was habt ihr für Fleisch verschieden? Ich habe Hähnchen, Marokkaner. Das Original ist Chicken. Also wenn man vom saftigsten spricht, muss ich eigentlich Chicken nehmen. Ich mache dir einen Chicken und einen Beef darfst du noch. Okay, dann nehmen wir 2 Runden. Einmal erst das eine, dann das andere. Jetzt etwas, was ihr nicht wollt, Männer. Gurken, Tomaten, Zwiebeln. Oh, bitte was? Habt gehört, Leute, 2 Runden, kurz knackig. Ich mag, dass man das zur Sache geht. Er hat Tomate gesagt. Safe Call hat er Tomate gesagt. Er hasst Tomaten, glaube ich. Kein Vorspiel mehr großartig hier im Büschen, sondern gleich bam, bam, bam. Warte, nee, halt, Evadio hasst Tomaten. Fuck, da weiß ich es jetzt auch nicht. Hier schon mal ganz kurz, ne? Wie gesagt, hab noch kein Video dazu gesehen, ich habe nur den Titel gesehen. Ich lasse mich immer ungern also vorspoilern und guck's mir lieber in Natural an. Und das scheint irgendwas jetzt mit dem Döner vermutlich zu tun zu haben. Das sieht nicht aus wie dieses klassische Dürrenbrot, so ganz dünn. Sieht mir da was aus, was ich noch nie gegessen habe. Oh, geil. Oha, ich hab's auch noch mal gesehen, ne? Das sieht so lecker aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Das ist ja keine Soße mehr, das ist ja wirklich flüssig. Deshalb das Saftige. Oh, und hauen das noch mal auf den Grill rauf.
Guckt euch das an. Ist so ein bisschen denn wie, wie heißt das jetzt? Ahmed, wie heißt das nochmal, wo die das in der Pfanne auch braten normalerweise? Shawarma machen das doch auch. Shawarma, stimmt, ja. Aber dreht man es doch auch nochmal an. Ja, und bei dem anderen auch, was so ähnlich ist, was ich nicht so gerne esse. Eileen, fahrt vorsichtig und drückt mir den Passiv von dir, von mir. Drück du Passiv von mir, es so rum. Alles klar. Ich schreie durch den ganzen Laden. Mein Kopf funktioniert nicht mehr. Aber Shawarma Arabi machen das auch so. Boah, guckt euch das an. Das sieht geil aus, Mann. Das sieht wirklich geil aus. Ich muss es jetzt knallhart erstmal sagen. Scheiß mal in erster Linie aufs Fleisch jetzt. Ob das gut ist oder nicht. Aber das ist eine geile Variante, das zu machen. Was anderes, was Neues. Feier ich, hab ich Bock zu essen, Mann. Schön. Ahmed stand übrigens hinter der Wand, als ich mit ihm geredet habe gerade. Das hat er mir nicht verstanden. Boah, sieht das geil aus. Ihr habt die Zubereitung gesehen, also das ist... Hat er uns gerade einen Mittelfinger gezeigt? Wait, Chat, Fokus. Ihr habt die Zubereitung... Ja? Der zeigt uns den Mittelfinger. Zubereitung. Holle! Warum? Gesehen, also dass es saftig sein wird, denke ich, hat man gesehen. Da kam ja richtig flüssige Tomatensauce rauf. So geil auch mit den Pommes und so feier ich noch angeröstet. Shawarma Arabi wird das auch so gemacht, ne? Ähnlich. Bei deinem Gericht letztens war das nicht so. Du hast noch ein anderes Gericht gemacht, was du gesagt hast, wie im Restaurant. Tantuni. Stimmt. Da wird das aber nicht gemacht, ne? Nee. Da wird es nicht gemacht. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr so einen Döner bzw. so einen Lamachun oder einen Shawarma schon mal gegessen habt in dieser Art von Variante. Würde mich mal interessieren. Ich hatte sowas noch nicht. Ich muss öfter neue Sachen testen, Leute. Ich merke das direkt, bockt mich sehr durch die Tomatensauce. Ich habe das direkt ein Feeling, wie wenn ihr in die Pizza beißt. An der Stelle, wo jetzt nicht so viel Käse ist, halt nur der Teig, Tomatensauce, ein bisschen Käse. Hier ist zwar kein Käse drin, aber dieses Feeling erinnert enorm daran, auch durch das Fett und sowas da reinläuft. Ganz ähnliches Feeling. Bockt. Super, super. Pommes merkst du nicht mal vom Biss. Ist eher Geschmacksgeber. Gibt so einen latenten Geschmack nochmal da rein. Wenn das Game verbucht ist. Grüße gehen raus vom guten Charo. Der war der Entdecker dieses wunderbaren Stückes, dieses wunderbaren Stammes. Mein Reden. Weil das nicht damit gehört. Ja, aber ich meine Reden, auf wirklich. Jeden Fall haben wir das ja. Lieber widerlich als widerlich, sagt er. Saftigkeit, sage ich euch später nochmal, ob das vielleicht übertrieben war oder nicht. Bewertung kriegt ihr auch später. Ich glaube, ich habe einen Bauarbeiter-Dekolleté gerade. Merke ich, merke den kalten Windzug. Und gehen in Runde 2 und gucken wir mal, wie das Ganze auf Gesamtperformance geht. Ich bin sehr gespannt aufs Kalte. Ich sage schon mal vorab. Das sieht lecker aus, es sieht geil aus. Geil, einfach geil. Zu dir auch schon mal. Ich bin begeistert. Ich dachte, das 0815-Ding hier wieder ein bisschen so hier mal einmal Welle machen, aber ihr habt was hinter dem. Oder wir strengen uns an, wir halten ja die Qualität hoch. Mhm. Wir geben unser Bestes. Das ist ein sehr gutes Ding. Gibst du mir da draus sozusagen High Five? Gebe ich dir natürlich gerne. Nee, so richtig auf Deutsch. Auf Deutsch. Nochmal einmal ganz kurz, ich wärme den Chef nochmal hier. Das Hähnchen ist mit euren originalen Gewürzen aus Hattai. Originalgewürz aus Hattai. Ne? Und keine Zusatzstoffe drin, ne? Ja. Alles frisch. Mega. Also ganz kurz, wir wollen euch auch das Brot zeigen, wie das gemacht wird. Ich habe am Anfang auch gesagt, dass es sehr special aussieht. Ne? Und das bestätigt sich jetzt, das ist kein normales Brot. Die macht das da hinten selber und wir gucken nochmal eben einmal rein. Boah, mit einem geilen Ofen. Hier macht das. Aber es ist ein Gasofen. Ah, okay. Ich dachte Holz. Geil. Bis später, Aileen. Wir hören uns. Brot, null Zusatzstoffe, wird jeden Tag täglich frisch gemacht. Also Fleischmarinade von Hähnchen auch jeden Tag täglich frisch gemacht. Mega. Also mein Segen habt ihr. Also ihr werdet ja später die Bewertung sehen erstmal. Ja. Aber ich kann euch schon mal sagen, da ist schon was hinter. So, noch einmal, was ist das eigentlich für ein Gericht? Wie heißt das eigentlich? Das ist Katek, das ist der Rap, das ist aus der Region Iskenderun. Ja. Das war mein Traum, hierher zu bringen. Mhm. Ich habe das verwirklicht, mit einem Freund zusammen hierher zu bringen. Und jetzt haben wir noch weitere Partner dazu bekommen. Ja. Und wir wollen daraus ein Franchise machen. Weil eigentlich ist dieses Gericht das genau genommen kein Döner, sondern... Nein, das ist auf türkische Art, besser gesagt. Das ist mittlerweile in der ganzen Türkei auch. Wir haben 40 Filialen in der Türkei. Und ihr habt es hier nach Deutschland? 40 Filialen hat der Mann! Nach Deutschland haben wir jetzt und jetzt inshallah ein Franchise. Mega. Gibst du mir auch High Five? Ich habe mit deinem Kollegen auch High Five gemacht. Zweite Runde, Leute, kalt. Boah, wo es das noch schmeckt. Ich bin gespannt. Kommen wir gleich im Anschluss, Roli. Nach dem Video. Wurde es darunter bekannt? Sehr gut. So eine Brille wollte ich mir auch mal holen. Ohne Rand. Genau. Das ist besser. Das sieht man besser. Es sieht so lecker aus. Aber das ist auch eine sehr flüssige Soße, sehe ich gerade, ne?
Oh, mega. Danke dir, mein Lieber. Ne? Machen wir. So, wieder den saftigsten Döner. Wieder mit Tüte. Macht Sinn. Ganz von dir aus ist es gar nicht so weit, Roli. Das sind ja gefühlt nur 100 Kilometer, ne? Zitrone ist nice. Oh, ich habe auch Bock auf Zitrone, ne? Malen Döner schon rausgekauft, dann wäre das nicht der saftigste Döner, wenn es. Ich muss euch leider sagen, was ich heute von Biegler gekocht bekomme, klingt nicht so geil, kann auch nicht so geil sein, weil wir kaum noch Zutaten haben, aber sie wird das Beste draus machen. Aber dann gucke ich das an und denke mir so, ich lebe, ach, ich kann nicht mehr. Rauskopfen würde. Also es gibt zwei Optionen. Entweder haben sie jetzt einfach mehr Pommes reingemacht oder die Pommes kommt mehr zur Geltung bei der Kalb-Variante. Kalb ist halt auch in dem Fall, würde ich jetzt mal sagen, nicht ganz so saftig oder kommt nicht so saftig rüber wie das Hähnchen eben. Ist ja oft auch noch ein bisschen dicker geschnitten. Kommt mit meinen Erfahrungen überein. Mit den Zwiebeln gefällt mir auch super. Mit den Pommes gerade wird mir das gerade zu, ja, mehlig, könnte man vielleicht sagen, all dieses Pommes durchgeweicht. Ne? Gefällt mir in diesem Fall, in dieser Variante jetzt nicht super. Aber jetzt snacken wir auch, Leute. Ich denke, wir haben genug gesehen, genug geschmeckt. Es ist Zeit für eine Bewertung. Also, wir legen los. Erstmal zur Kalb-Variante. Die war für mich relativ unspektakulär. Trotzdem lecker, aber nicht so, dass ich jetzt hier nochmal hinrennen würde, um diese Variante zu essen. Die Hähnchen-Variante, die mir auch ans Herz gelegt hat, fand ich wirklich, wirklich besonders. Mal was anderes. Für Leute, die dieses Außergewöhnliche lieben und nicht einen klassischen Döner jetzt essen möchten, ist es genau das Richtige. Saftig durch und durch. Also zu der Aussage, ob es der Saft ist. Das ist in Mannheim. In Deutschland ist es. Ich glaube, Mannheim ist ja gar nicht so weit. Das ist ja in Baden-Württemberg, ich glaube, relativ zentral, ne? Schreiben. Könnte ich, würde ich so unterschreiben. Alles einfach in sich zerschmolzen und nicht das Eklige, was ich gedacht hätte, dass alles raussapft, sondern es ist in sich geblieben. Hatte eine Ballung wirklich, hat in sich einfach maximalen Saftigkeitsgehalt gehabt. Wunderbar. Geschmacklich gebe ich dem 8 von 10 Punkten. 8 von 10 Punkten, auch super Ding gewesen. Hat mir klasse geschmeckt. Kann ich nur empfehlen. Werde es jetzt einfach so als Gericht, weil Döner ist es in der Tat nicht. Aber das kommt mir jetzt vorher nicht wissen. Bekannt ist als saftigster Döner Deutschlands. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst den Daumen gerne oben knallen, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Geil. Leute, also das war ja übertrieben lecker. Erstmal ein Like da lassen. Falls euch das Video gefallen hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gerne ein Abo da lassen, damit ihr nichts mehr verpasst. Und auch gerne ein Like für den Algorithmus. Wir sind seit 23 Tagen live. Schaut gerne mal auf Twitch vorbei. Link in der Videobeschreibung. Genauso aber auch der Link zu diesem Video. Und wir sehen uns. Hasta luego.